Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ah, wir haben endlich unseren Begleiter und können jetzt richtig schön anfangen hier. Oh, die kann ich nur ausweiden. Diese scheiß Mutanten. Dauernd versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Sie sind schon so ausgehungert nach Elex, dass sie es schon mit unserem Mana versuchen. Mutanten fressen doch Elex. Unser Mana ist nichts anderes als umgewandeltes Elex. Also versuchen die Mutanten, unsere Setzlinge zu fressen. Immerhin sind diese voll von Mana. Ich bin übrigens Orik vom Hammer-Clan. Ich kümmere mich um die Setzlinge hier in Goliath. Verdammte Mutanten. Okay, danke für die Info. Da unten ist unser Mann. Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Wie bitte was? Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na, großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Wer weiß, wo Alva das Zeug her hatte? Ist doch egal. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich danke dir vielmals, dass du dich darum gekümmert hast. Auch wenn du nicht direkt eine Belohnung wolltest, habe ich trotzdem eine Kleinigkeit für dich. Aber der wirkliche Lohn ist schließlich die Erfahrung, die du durch die Sache hier gesammelt hast, oder? Vielen Dank nochmal. Um eine neue Wache kann ich mich jetzt selbst kümmern. Uran wird euch wieder bewirten. Wirklich? Du hast es wirklich fertiggebracht, diesem starrköpfigen Eisenklaner Sinn einzureden? So in der Art. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feierabendtrunk. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammer-Clan. Ja. Da haben wir doch schon mal ein bisschen was erledigt. Verdammte Technik. Okay, Sinda ist tot und der fehlende Mann. Sinda ist nicht tot. Quatsch. Aber sie muss das wissen mit den Lieferanten. Dann könnte ich den anderen Brot bringen. Ich könnte den jetzt das schimmlige Brot bringen. Das ist ja jetzt vollkommen egal. Bis dann. Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Gibt es niemand anderen, der für dich gehen kann? Du hast recht. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammer-Clan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Ja, warte, ich will erstmal verkaufen. Schwefelbrocken. Gesundheit, okay. Ich kann also auch essen. Hier, meine ganzen Kräuter hier. Antitoxin. Brauerbär, nicht schlecht. Metallschrott.
Goldbrocken. Und Mineralien aus Gestein fördern. Oh. Ah, komm erstmal weg hier. Noch eine Öllampe. So, dann möchte ich was kaufen bei dir, Mädchen. Da du mir ja nichts geben kannst. Konstitution, Stärke, Konstitution. Ich habe jetzt Geschicklichkeit gemacht. Dunkelgrüne Stoffkapuze. Rüstung, Einfluss, einer vor Regen schützenden Kopfbedeckung, ja. Die nehme ich jetzt auch. Okay. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Jetzt sollte ich zu Cormac gehen. Zu Cormac gehen und zu Ragnar. Also wieder nach oben. Was ich überhaupt nicht doof jetzt finde, weil ich wollte sowieso, ich glaube, ich kaufe mir oben mal so Werker-Rüstung. Also ich wenigstens ein bisschen Rüstung habe, weil momentan habe ich ja eigentlich fast gar nichts. Das ist echt scheiße gerade. Irgendwas zu sagen hier? Nee, nix. Du bist echt ein guter Geselle, ja? Du redest nicht. Ich brauch dich nicht mehr. Geh zum Treffpunkt. Ich weiß gar nicht, wo der Treffpunkt ist. Bei den Ruinen von Goliath. Da ist der Eisenclan. Kein Problem. Kaldrim brauche ich jetzt nichts, aber ich muss zum Eisenclan, weil da war nämlich der Händler. Nicht der Händler, sondern der Rüstungsschmied. Da darf ich nicht hin. Ich kann doch eigentlich... Kann ich schon... Ja, ich habe wieder 10 Punkte. Schön. Dann das nächste ist wieder Geschicklichkeit. Ach, wenn ich den einen dabei habe, der guckt bestimmt immer hin. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, muss nicht sein. Hm. Geschicklichkeit, siehst du? Die brauchen Geschicklichkeit. Ja, ja. Okay, ja. Jägerrüstung hat 12 Rüstung, also hat plus 12 Rüstung. Werker hat plus 10 Rüstung. Kleidung für die Arbeit im Freien. Jägerrüstung, klar. Kostet auch gleich direkt 800. Plus 1, ja, haben wir dafür. Eine Hose habe ich ja. Ich nehme jetzt auch erstmal nur die Jägerrüstung. So. Umziehen. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ja, ich weiß. Lass mich jetzt in Ruhe. Ach, ich kann nur die dunkelgrüne Stoffkapuze tragen oder die Sonnenbrillen, halte ich. Ja, dann nehme ich das, weil dann werden nämlich... das sieht aus, guck mal. Wie geil. Das sieht ja mega geil aus. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Aber die kann ich gut verkaufen. Das ist natürlich auch vorteilhaft, ne? So, das habe ich erledigt. Dann schwebe ich jetzt hier mal hoch. Weil ich ja mit dem Clan reden soll. Das mit der Sonnenbrille sieht mega cool aus. Fast noch nicht, aber ist recht praktisch.
Ich komme von Cinder. Und warum kommt sie nicht selbst? Ist auch egal, was will sie? Sie braucht neue Leute, die die neuen Lieferungen aus dem Wald bringen. Ist das nicht der Job des Eisenclans? Ach, ich will es gar nicht wissen. Die Nebelkrähen haben jedenfalls keine Krieger, die sie entbehren können. Versuch es beim Hammerclan. Warlord Cormac ist dafür dein Mann. Gut, machen wir das. Netter Arsch. Cinder braucht eure Hilfe. Der Hammerclan ist immer bereit zu helfen. Worum geht es? Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Die Männer des Eisenclans sind gestorben. Es gibt auch noch genug von ihnen. Das sind mir vielleicht Feiglinge. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Mhm. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Hab ich. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Hab ich. Ist das nicht gegen das Gesetz? Mach dir darum mal keine Sorgen. Sobald ich den Sensor habe, kläre ich das. Hol ihn einfach. Hab ich. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Cinder schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammerclans zählen. Warte, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Okay, Nahkampfwaffen. Erhöht den von dir ausgeteilten Nahkampfschaden mit jeder Stufe. Fernkampfwaffen, Wuchtschlag, Jetpack-Angriff. Ach ja, das ist okay. Hm. 500 von dem Elixid muss ich abgeben. Ich mache einfach mal. Ich muss ja mal was lernen. So, jetzt sollen wir wieder runter zu Cinder. Ja, der war ein bisschen falsch angesetzt. Da liegen Äpfel. Cinder, Liebchen, ich habe gute Nachrichten für dich. Der Hammerclan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elixid in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? 100 Elixid, wir sind quitt. Gib mir, was du für angemessen hältst. Boah. Nur ganz ehrlich. Gib mir 300 Elixid. Ich denke, das ist angemessen. Man kann kein Preisschild an das Wohlergehen Goliaths hängen. Hier. Gib nicht alles auf einmal aus. Hat sie das jetzt nett gesagt oder war das jetzt ironisch? Ja, bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Kannst du mir Persönlichkeit beibringen? Warte mal, ich muss noch mal gucken, was Persönlichkeit überhaupt noch mal immer war. Immer dieser Technikram. Jetzt sei doch mal ruhig, ey. Mein Gott, ey. Immer alle so am Meckern sind. Outlaw, Kleriker, Persönlichkeit ist... Attributspunkte, erfahrener Jäger, Bücherwurm, falscher Tierfreund, schwache Tiere greifen dich nicht mehr an. Oh, das wäre ja mal, das ist ja mal nice. Emotional, ausgeglichen, okay. Bücherwurm, Attributspunkte, erfahrener Jäger, Praktiker. Bring mir etwas bei. Natürlich. Ach so, sie hat die Persönlichkeitsklamotten. Mädchen.
Du bekommst eine Erfahrung für getötete Feinde. Gibt dir sofort 10 zusätzliche Attributspunkte. Ah, da fehlt mir aber was für. Na, da fehlt mir für alles was. Ja, fehlt mir alles. Immer dieser Technikkram. Seid doch mal ruhig. Okay, bringt mir nichts. Jagdverlust, ja. Habe ich hier nicht noch mit den Setzern irgendwie, dass ich denen aber zu essen geben muss? Ich gehe mal da zum Teleport. Zum Teleport, genau. Jetzt muss ich die Karte aufrufen und dahin reisen, ne? Kann ich nur den Marker setzen? Ja, teleportiere mich mal. Ich muss erstmal gucken, wo ich jetzt hier. Wir werden angegriffen. Wow. Nee, wir müssen weiter. Das war da hinten. Die waren ziemlich weit weg. Meinst du, wir schaffen das? Schaffen wir es überhaupt schon? Gegen so einen Raptor zu kämpfen? Wow, wow. Jawohl, schaffen wir. Sehr schön. Können wir hier auch gleich mal direkt ein bisschen gucken, was wir alles hier so haben. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Ja. Eine Garage. Mir aus dem Weg. Warum denn auch nicht? Brennt eine Kerze, aber warum? Kleiner Elex-Trank verboten. Wieso ist das verboten? Gehört die Bude hier jemanden? Was ist das denn? Was sind das denn da oben für Leute? Hallo? Was willst du? Verschwinde aus unserem Haus. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Dir zieh ich das Fell über die Ohren. Ja, wir gehen doch. Wir gehen. Ich bin raus. Ah! Hör mal. Boah.
Tränke, großer Heiltrank, habe ich nur 3 Stück. Ich wollte ihn ja nicht töten. Wollte ich wirklich nicht. Was haben wir denn hier alles so? Gutes Messer. Ich hab jetzt geklaut. Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Ja, du greifst uns wenigstens nicht sofort an. Dein Kumpel hat uns ja sofort angegriffen. Wir konnten nichts machen. Ist nicht gerade nett. Vogel. Verschimmeltes Brot muss ich dem geben. Ja, an die Stelle kann ich mich erinnern. Ach, sag einmal. Hoppala. Mein Gott, war der hartnäckig. Hier sind überall Leute. Ich habe hier gerade zum Beispiel einen stehen sehen. Hier werden Helden geboren. Okay. Dich hole ich mir! Was? Oh mein Gott, lauf! Das sind ein bisschen zu viele für uns. Nein! Och, Junge! Duras. Oh Gott, wie lange wollen die mir denn noch hinterher? Duras, du bist das. Irgendwas ist hier komisch. Irgendwas ist hier. Was? Oh nein. Ach, und wir waren so gut. Wir waren so gut. Wir waren so gut. Hm. Hm. Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Ja, wir machen hier einen guten Start. Ha!
Da steht ein Raptor. Komm her. Ich glaube, ich mache nur noch den leichten Schlag. Aber so richtig funktionieren tut das nicht. Duras kämpft nicht wirklich, ne? Bemerkenswertes Land. Ich Scheißland, ey. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Kämpfe haben so beschissen gemacht. Richtig beschissen. Hoppala, ich wollte dich nicht treffen, Entschuldigung. Das sind böse Menschen. Sieht so giftig aus. Und der Typ da, der sieht auch nicht... ich weiß nicht. Hier werden Helden geboren. Was ist das denn hier alles? Was steht denn da oben? Ach, ein Vieh. Lass mal erstmal durchgucken, was das hier alles ist. Ich glaube, hier war ich nicht. Ich glaube, ich bin vollkommen falsch. Ich sehe hier noch nicht mal ein Weltenherz, wenn ich ehrlich bin. Ha. Muss aber hier irgendwo sein. Vielleicht weiter da hinten? Nicht? Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich hier lang gegangen bin. Da ist irgendwas Großes. Was läuft da rum? Ein Rudel? Tiere. Okay, die prügeln sich. Das ist unsere Chance, schneller durchzurennen. Das sind dann doch ein bisschen zu viele. Ja, genau. Hier kann ich mich wieder dran erinnern. Was ist das genau? Hier war die Brücke.
Das müsste hier aber irgendwo das Weltenherz kommen. Hier ist überall Blut. Aber der hat es nicht geschafft. Ich will nichts machen. Also jetzt weiß ich so langsam auch nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wo die hier sein sollen. Man kann natürlich jetzt hier auch nicht so die ganze Zeit hier so rum switchen. Langsam werde ich richtig gut. Ich dachte gerade, dass da hinten wäre ein Vieh. Es war alles eine verdammte Lüge. Sie haben abgelehnt, haben mich abgelehnt. Rettung. Alle haben sie die Rettung versprochen. Wenn morgen die Welt brennt, erinnere ich mich heute an ihre Schönheit. Okay, Leute, ich muss Schluss machen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.